Hübsche Blumen, hübsche Blumen. Sonneneruption, Sonneneruption. Chattanooga, Chattanooga. Hey, Emilia-X. Heute machen wir zusammen unseren eigenen, selbstgemachten, genießbaren Lippenbalsam. Und nur mit Dingen, die man im Haushalt so finden kann. Nur schmiert niemals Make-up auf Schweine. Das macht die sehr wütend. Das hier brauchen wir. Ein Blechdöschen, Pflanzenfett, Getränkepulver und eine mikrowellengeeignete Schüssel. Als erstes geben wir 3 Esslöffel von dem Pflanzenfett in die mikrowellengeeignete Schüssel. Dann kommt sie in die Mikrowelle für 35 Sekunden. Wenn ihr sie rausnehmt, wird sie heiß sein, also zieht lieber eure super süßen Ofenhandschuhe an. Nehmt das Getränkepulver und gebt es zu dem Pflanzenfett. Verrührt es so lange, bis es klumpenfrei ist. Diese Mischung füllt ihr in ein Blechdöschen oder in ein anderes sauberes Behältnis. Seid ihr so ungeschickt wie ich? Dann nehmt lieber einen Trichter. In den Kühlschrank damit. 2,5 Minuten reichen. Tada! Jetzt habt ihr euren ganz eigenen, selbstgemachten Lippenbalsam. Und keiner weiß, dass ihr ihn nicht in einem Schickimicki-Laden gekauft habt. Perfekte Perfektion. Danke vielmals fürs Zusehen. Und vergesst nicht, Perfekte Perfektion mit mir zu abonnieren. Amelia!